Ich beantworte euch heute 10 Fragen zum Thema Fettabsaugung. Erste Frage: Bei wem kann man Fett absaugen? Die Patientin oder der Patient sollte auf jeden Fall über 18 Jahre alt sein, und umso älter der Patient ist, desto schlechter wird es, weil unser Bindegewebe im Alter Kollagenfasern, elastische Fasern verliert, und dadurch ist der Bindegewebsmantel wird der immer weicher, und wenn ich Volumen rausnehme, wird das Ergebnis immer schlechter. Das heißt, umso früher, desto besser, ist jetzt vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber umso fester das Bindegewebe ist, desto besser ist es. Zweite Frage: An welchen Stellen kann man Fett absaugen? Ich persönlich sauge kein Fett im Gesichtsbereich ab. Das heißt, bei mir beginnt das Ganze unterhalb der Kinnlinie, Hals. Und dann geht das Ganze von einem Punkt zum nächsten. Man kann am Hals absaugen, man kann an den Armen absaugen, man kann an der Brust absaugen oder auch dazugeben, wie zum Beispiel die Eigenfettbrustvergrößerung. Den ganzen Thorax oder den ganzen Stamm vom Rücken über die Flanke zum Bauch, Ober-Unterbauch, Oberschenkel, zirkulär, Unterschenkel. Unterschenkel übrigens etwas, was sehr oft gefragt wird und schwierig ist. Also man kann eigentlich von Kopf bis Fuß absaugen, aber ich sauge nicht oberhalb der Kieferlinie ab, weil da sehr viele Nerven sind und das Ganze wirklich gefährlich werden könnte. Dritte Frage: Wie viel Fett kann man auf einmal absaugen? Das Limit ist weniger das Fett als die Flüssigkeit, die man einfüllt, um Fett abzusaugen. Und zwar ist in dieser Flüssigkeit, die wir zum Absaugen verwenden oder mit der wir das Gewebe vorbereiten, ist Lidocain, also ein Betäubungsmittel, drin. Und da gibt es einen gewissen Wert, den wir pro Kilogramm Körpergewicht nicht überschreiten dürfen. Das heißt, umso leichter der Patient, desto weniger von dieser Flüssigkeit können wir vorab reingeben. Und dadurch ist auch quasi das Limit der Regionen, die man absaugen kann, gegeben. Normalerweise sage ich so, bei 7-8 Liter hört das Ganze dann auf. Durchschnitt sind eher mehr 3-4 Liter, die man auf einmal absaugt. Vierte Frage: Wie risikoreich ist so eine Fettabsaugung? Im Prinzip gehört sie wahrscheinlich zu den Operationen, die weniger risikoreich sind, aber es gibt gewisse Risiken. Hygiene ist das erste Thema. Fettabsaugungen müssen unter speziellen hygienischen Bedingungen in einem Operationssaal oder in einem Eingriffsraum durchgeführt werden. Das sollte eigentlich klar sein, aber ist nicht immer klar. Das Risiko bei Fettabsaugungen sehe ich vor allem darin, dass man nicht nur sich in dem Gewebe bewegt, wo man eigentlich Fett absaugen sollte, sondern ein bisschen tiefer abtaucht. Das ist bei den Armen oder bei den Beinen vielleicht weniger gefährlich, weil da nur die Muskulatur drunter ist. Wenn wir aber jetzt am Bauch zum Beispiel absaugen, dann kann das wirklich gefährlich werden, wenn wir mit diesen Kanülen zu tief abtauchen und dann in den Bauch eindringen. Und da gibt es leider Gottes auch Fälle, die ganz böse ausgegangen sind, wo Patienten nachher am Darm operiert werden mussten. Also da heißt es wirklich aufpassen. Und ich gehe auch bei jeder Fettabsaugung mit extrem viel Respekt heran. Vor allem auch zum Beispiel am Hals, weil hier viele wichtige große Gefäße, Luftröhre, Speiseröhre vorhanden ist. Das heißt, da muss man wirklich aufpassen. Grundsätzlich, wenn man es richtig macht, ist es weniger gefährlich. Ich sage immer, dass das Gefährliche bei unseren Fettabsaugungen das Ergebnis ist, weil der Körper ist kein Lego-Baukasten, sonst würde es ja jeder machen. Das Schwierige ist eben abzuschätzen, wie sich das Gewebe nach der Fettabsaugung verhaltet. Das heißt, das Risiko sehe ich eher in dem Ergebnis, weil jeder Patient ist anders und man muss vorher mit dem Patienten abschätzen können, wie gut sich das Gewebe zurückzieht. Und das ist, glaube ich, für mich das größte Risiko, dass das Ergebnis so ist, wie sich der Patient es auch vorstellt. Fünfte Frage: Kann das abgesaugte Fett wiederkommen? Und die schnelle Antwort ist nein, kann nicht. In der Pubertät oder bis zur Pubertät und bis kurz danach wird die Anzahl der Fettzellen in unserem Körper quasi festgesetzt. Hat ein bisschen was mit Genetik zu tun und vor allem aber auch mit dem Ernährungszustand in der Kindheit. Das heißt, wenn man in der Kindheit sehr dick gewesen ist oder ein bisschen dicker war, dann hat man mehr Fettzellen gebildet und hat auch immer im Leben später das Problem mit dem Fett oder mit dem Körpervolumen. Wenn ich jetzt Fett absauge, funktioniert übrigens bei der Kryolipolyse genauso, dann reduziere ich die Anzahl der Fettzellen. Das heißt, an einer Region, wo mal Fett abgesaugt wurde, kommt das Fett nicht mehr nach. Die verbleibenden Fettzellen können sich zwar vergrößern, aber wenn ich weniger Fettzellen dort habe, wird die Problemregion sehr selten nochmal zur Problemregion. 6. Wenn Fett da abgesaugt wird, kommt das dann woanders wieder? Das ist auch eine häufig gestellte Frage. Also Fett ist kein Bösewicht, der durch den Körper wandert und sich irgendeine neue Stelle sucht, wenn die eine Stelle ihm verwehrt wird, sondern es ist so, wenn ich generell wieder zunehme, dann verteilt sich Fett ja gleichmäßig. Wenn ich jetzt an vielen Stellen schon abgesaugt habe und das Zielorgan, die Fettzelle, dort schon verringert habe, also es sind dort weniger Fettzellen, dann kann schon natürlich sein, dass an anderen Stellen, wenn ich wirklich jetzt viel zunehme, dort quasi es zu einem größeren Wachstum von Gewebe kommt.
Aber dazu muss ich schon viel essen oder viel Kalorien zu mir nehmen. Also Fett ist nicht böse und wandert irgendwo hin, aber ich verändere Proportionen durch die Fettabsaugung und deswegen kann nach einer Fettabsaugung und einer massiven Gewichtszunahme eine Stelle, wo man mal abgesaugt hat, vielleicht etwas leerer bleiben und woanders mehr Fett dazukommen. Siebte Frage, was ist Weser-Lipo? Weser ist der Firmenname eines Gerätes, das Ultraschall erzeugt bei der Fettabsaugung. Ich beschreibe das meinen Patienten immer so, der Weser ist ein Titanstab, den ich nach der Infiltration in das zu behandelnde Areal einbringe und dann ist das so, wie wenn man den Kirschbaum schüttelt, die Weser-Sonde vibriert 30.000 Mal in der Sekunde und scheppert uns das Fettgewebe aus dem Bindegewebe heraus. Das heißt, es ist eine Möglichkeit, das Fettgewebe sehr schonungsvoll zu lösen, viel Bindegewebe und vor allem auch die Gefäße zu erhalten. Und man erstellt quasi so eine Fettwasseremulsion, die man dann extrem leicht absaugen kann. Das heißt, Weser erleichtert uns die Fettabsaugung und es schont Gewebe. Ist einfach eine Ultraschalltechnik, die schon seit vielen Jahren am Markt ist und super gut ist. Frage Nummer 8, die auch zum Fettabsaugen gehört, was ist Renuvion? Renuvion ist eine bisschen neuere Technik, wie bei Frage 7 beantwortet der Weser. Renuvion ist was Tolles. Das ist ein Gerät, das aus Heliumgas und Radiofrequenz einen echten Plasmastrahl erzeugt. Ich nenne es quasi das kalte Bügeleisen. Es ist eine Energie, mit der wir das Bindegewebe nach dem Absaugen straffen können. Das heißt, Weser und Renuvion passt eigentlich auch ganz gut zusammen. Zuerst wird das Fettgewebe rausgeschüttelt und dann wird das überbleibende Bindegewebe gestrafft. Funktioniert vor allem dann, wenn auch Patienten keine großen Gewichtsschwankungen gehabt haben und kann im Prinzip fast überall im Körper angewendet werden. Renuvion also, Helium mit Radiofrequenz zum Straffen des Bindegewebes nach der Fettabsaugung, findet aber im gleichen Eingriff statt. Frage Nummer 9 und auch eine ganz wichtige Frage ist, wann lehne ich eine Patientin ab wegen einer Fettabsaugung? 20% meiner Erstberatungen, glaube ich, lehne ich ab und zwar immer dann, wenn ich das Gefühl habe, dass das Ergebnis, das ich erreichen kann, mit dem, was sich die Patientin oder der Patient vorstellt, nicht zusammenpasst. Dann muss man, glaube ich, auch ablehnen, weil dann hat man einen unzufriedenen Patienten. Das ist oft weniger eine technische Sache oder Gewebsvoraussetzung, sondern wirklich auch die persönliche Einstellung. Ganz schwierig wird es bei der Fettabsaugung, wenn wir große Gewichtsschwankungen hatten. Das heißt, ich habe oft Patienten, die so das weiche Gewebe so in die Hand nehmen und sagen, man soll das jetzt absaugen. Wenn wirklich nur ein weiches Bindegewebe da ist, dann kann man nicht fettabsaugen. Und das ist auch ein häufiger Grund, warum ich es ablehne. Kleine Faustregel dazu ist folgende, wenn der maximale BMI und der minimale BMI, rechnet er mit Körpergröße und Kilogramm aus, wenn diese beiden Werte weiter als 8 auseinander waren, dann wird es wirklich schwierig mit der Fettabsaugung. Dazu haben wir auch was Schönes publiziert. Frage Nummer 10, und ich bin gespannt, wer noch dran geblieben ist, ist, wie finde ich den richtigen Arzt für meine Fettabsaugung? Wie immer in der ästhetischen Medizin sollte man sich auf Erfahrungsberichte, idealerweise auch persönliche Erfahrungsberichte verlassen, das ist ganz gut. Nur aufpassen, derjenige, der die Nase gut macht, muss jetzt nicht unbedingt gut Fett absaugen, auch wenn er lieb ist. Aber man sollte sich quasi Vorher-Nachher-Bilder zeigen lassen, man sollte hinterfragen, wie viel Erfahrung der oder diejenige in der Fettabsaugung hat. Und dann muss man einfach, glaube ich, auch ein bisschen das Bauchgefühl walten lassen. Das heißt, eine gewisse Sympathie zwischen Arzt und Patient ist ganz wichtig und sonst einfach die Expertise hinterfragen. Mit Vorher-Nachher-Fotos, Erfahrungsberichte und Bauchgefühl. Langes Video mit 10 Fragen zum Thema Fettabsaugen. Ich glaube, es gibt noch hunderte mehr. Ich freue mich, wenn ihr diese unten in den Kommentaren hinterlasst, den Kanal subscribt oder ein Like hinterlasst. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag und bis bald.